Hallo und herzlich willkommen im Deutschen Museum. Mein Name ist Pauline Diebenbusch. Ich bin Juniorenmitglied des Freundes- und Förderkreises des Deutschen Museums. Und heute geht es um das Deutsche Museum als Forschungseinrichtung. Und dafür ist unser Gast heute Herr Professor Dr. Helmut Trischler. Er ist Bereichsleitung der Forschung des Deutschen Museums und auch Mitglied der Museumsleitung. Wir freuen uns sehr, Herr Trischler, dass Sie uns heute einen ersten kleinen Einblick in das Deutsche Museum als integrierte Forschungseinrichtung geben. Ich freue mich sehr gerne. Ja, und im heutigen Gespräch sprechen wir ein bisschen über die Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft und auch das Deutsche Museum als Forschungseinrichtung. Im zweiten Gespräch wollen wir dann ein bisschen mehr aufs Forschungsprogramm und die derzeitigen Forschungsschwerpunkte des Deutschen Museums eingehen. Und das Museum ist ja für viele unserer Besucher immer noch ein Ausstellungsort von historischen oder hochinteressanten Objekten, wie zum Beispiel jetzt hier in der historischen Luftfahrt. Und für manch einen ist es daher vielleicht ein bisschen überraschend zu hören, wenn wir erzählen, das Museum betreibt auch sehr intensive Forschung in verschiedensten Abteilungen. Und die Ergebnisse dieser Forschung, die sehen wir ja nicht nur in den Ausstellungen, sondern auch in regelmäßigen Vorstellungen, in Kursen, in Publikationen. Also die sind ja sehr vielfältig, diese Ergebnisse. Können Sie uns denn einleitend sagen, wie im Deutschen Museum Forschung und Ausstellung zusammenhängen? Ja, wir reden ja von dem integrierten Forschungsmuseum. Das heißt, im Deutschen Museum sind alle Bereiche miteinander verknüpft und im Grunde ist die Forschung so die Basis dessen, was wir tun. Das mündet dann, die Vorlaufforschung, die Begleitforschung, von der wir reden, mündet dann im Grunde in die Ausstellung, das für uns auch ein adäquates Produkt der Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse ist. Neben dem Buch, neben dem Journal, Peer-Review-Journal-Artikel, neben der vielen sonstigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die wir machen, ist die Ausstellung das genuine Produkt der Publikation der Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit. Und insofern ist die Ausstellung, die Forschung in so einem Art, in einer epistemischen Spirale miteinander verknüpft. Mhm. Die Ausstellung basiert auf Vorlaufforschung und das Machen von Ausstellungen gibt wieder Anregungen für weiterführende Forschungsprojekte, die dann vielleicht wieder in eine Ausstellung münden. Also diese Spirale des Wissens. Ja. Wie ich das verstanden habe, betreibt das Deutsche Museum ja auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene Forschung und es ist auch Mitglied der Leibniz-Gesellschaft. Das ist ein Zusammenschluss deutscher außeruniversitäter Forschungsinstitute aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Und das heißt ja, diese Gemeinschaft wäre die vierte Säule des deutschen Forschungssystems. Und meine Frage jetzt, was unterscheidet denn die Leibniz-Gemeinschaft nun von den anderen drei Säulen der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft? Ja, die Max-Planck-Gesellschaft ist so die Trägerorganisation, Dachorganisation für die Grundlagenforschung. Während die Fraunhofer-Gesellschaft das andere Ende des Spektrums bildet, also die Forschung, die sehr nahe an der Industrie ist, Vertragsforschung, angewandte Forschung. Dazwischen sind die beiden anderen Einrichtungen, die Helmholtz-Gemeinschaft, die die Großforschung betreibt, die großen Anlagen, Windkanäle, Kernkraftwerke etc., Kernforschungseinrichtungen. Das ist die Helmholtz-Gemeinschaft und die Leibniz-Gemeinschaft ist so diese vierte Säule, eine sehr disparate Säule mit vielen verschiedenen Einrichtungen. Das ist der Unterschied zu den anderen, mit rechtlich selbstständigen Einrichtungen. Mhm. Ja, die anderen Institute, Max-Planck-Institute, sind sozusagen einer großen Dachorganisation angehörig. Bei uns ist die Gesellschaft, die Gemeinschaft, die Leibniz-Gemeinschaft eine kleine, schmächtige Dachorganisation von rechtlich selbstständigen Einrichtungen. Nun, was zeichnet sie aus der Sicht des Deutschen Museums? Wir sind so groß, dass wir so Unterstützung in politischer Ansprache, in administrativer Hilfe nicht benötigen. Aber was für uns wichtig ist, ist die Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen, mit diesen 95 anderen Mitgliedseinrichtungen. Und hier ganz insbesondere die Bildungsforschung, die sehr stark ist in der Leibniz-Gemeinschaft, Institute für Wissensmedien, für Pädagogik der Naturwissenschaften. Wenn wir mit denen zusammenarbeiten, bekommen wir ein verbessertes Bild unserer Besucherforschung, die wir intensiv gemeinsam betreiben. Und von daher wissen wir mehr über unsere Besucherinnen und Besucher und können unsere Ausstellung, unser Bildungsprogramm besser ausrichten, zielorientierter ausrichten auf die Nutzer unseres Hauses, also die Besucherinnen und Besucher. Ja,
Sie haben schon gesagt, es sind insgesamt 96 eigenständige Forschungseinrichtungen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Mehrwert für die Mitglieder wirklich dieses gemeinsam schaffen wir mehr und wirklich dieses miteinander verbunden sein und sich gegenseitig helfen. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Wir treffen uns periodisch in gemeinsamen Sitzungen, wo wir diese Kooperation auch besprechen, aushandeln, wenn Sie so wollen, aber vor allen Dingen auch gemeinsame Anträge stellen in einem Wettbewerbsverfahren, das die Leibniz-Gemeinschaft steuert. Mhm. Und in diesem Wettbewerb beispielsweise verbessern wir uns auch ständig, ja, durch Kooperation. Also der Mehrwert liegt in der Kooperation. Ja. Unter diesen Mitgliedinstitutionen befinden sich auch 8 Forschungsmuseen. Welche Museen sind es und welche Rolle nimmt das Deutsche Museum dabei ein? Ja, die 8 Forschungsmuseen können wir auch wieder unterteilen in 3 eher naturkundliche, naturwissenschaftliche Forschungsmuseen. Mhm. Das ist das Senckenberg-Museum, das älteste von diesen 8 Einrichtungen in Frankfurt. Das ist das Museum für Naturkunde in Berlin und das ist das Museum Alexander König, Zoologische Museum Alexander König in Bonn. Das sind die 3 naturkundlich-naturwissenschaftlichen. Dann gibt es die 5, sagen wir mal, kulturwissenschaftlichen, kulturhistorischen. Das Deutsche Bergbaumuseum in Bochum, das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven, das Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz. Dann unser eher benachbartes bayerisches Schwesterhaus, das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg und wir eben. Mhm. Und wir sind natürlich am nächsten dran von all diesen Häusern an dem Thema Naturwissenschaft und Technik. Und wir sind auch in einigen größeren Kooperationsformaten federführend, beispielsweise beim Aufbau einer nationalen Forschungsinfrastruktur für Sammlungen, für die Digitalisierung von Sammlungen. Da haben wir ein großes Projekt, nennt sich KULTSAM, kulturelle Sammlung als digitaler Wissensspeicher für Forschung, Lehre und öffentliche Vermittlung. Und das ist das Deutsche Museum, ein großes Programm mit 130 Millionen Euro insgesamt, ist das Deutsche Museum federführend. Und in einem weiteren Projekt, auf das wir vielleicht noch zu sprechen kommen, ein Global Summit of Research Museums, den wir im nächsten Jahr ausrichten werden, im Oktober nächsten Jahres hier im Deutschen Museum, wo wir jüngst jetzt die Direktoren der großen internationalen Museen, 320 internationale große Museen, die wir einladen, um gemeinsame Themen zu besprechen und auch gemeinsame Forschungsprojekte wieder zu initiieren. Ja, Sie haben es eben schon gesagt, nächstes Jahr im Herbst, also 2021, findet diese internationale Großkonferenz Objects in Motion statt. Und Organisatoren sind ja, wie Sie gesagt haben, das Deutsche Museum in Kooperation mit der Smithsonian Institution. Diese Institution ist eine sehr bedeutende amerikanische Bildungseinrichtung mit Sitz in Washington D.C., die zahlreiche Museen betreibt. Und Sie haben ja jetzt schon einige Dinge gesagt. Interessieren würde mich aber besonders auch die Zusammenarbeit mit Smithsonian und anderen internationalen Institutionen. Ja, dieser Global Summit, den betreiben wir oder organisieren wir insbesondere in Kooperation mit der Smithsonian Institution. Viele Besucherinnen und Besucher, die schon in Washington gewesen sind, werden gar nicht vorbeigekommen sein an diesen großen Museen, die da an der Mall entlang, da ist das Kapitol, das Weiße Haus und auf der anderen Seite das Washington Monument und dazwischen sind die großen Museen, das Air and Space Museum und so weiter, nebeneinander angeordnet und all diese großen Häuser sind versammelt in der Smithsonian Institution. Und mit der gemeinsam werden wir diesen Global Summit organisieren. Aber wir haben seit vielen Jahren auch weitere Zusammenarbeiten, zum Beispiel in einer Forschungskooperation, die das Science Museum in London, die Smithsonian und das Deutsche Museum schon vor 25 Jahren ins Leben gerufen haben. Artifacts nennt sich die. Da treffen wir uns einmal im Jahr, besprechen gemeinsame Forschungsthemen, wie beispielsweise Luftfahrtforschung, wo wir auch hier mal im Deutschen Museum eine Konferenz hatten. Und das ist so das Netzwerk der großen internationalen Wissenschafts- und Technikmuseen, das von diesen 3 Häusern angeführt wird. Mhm. Also da haben wir eine Vielfalt von Kooperationen und nicht erst im Global Summit begründen wir diese neue Kooperation. Ja.
Toll, das ist sehr beeindruckend auch. Was versteht man aber denn jetzt eigentlich unter einem integrierten Forschungsmuseum? Aus meiner Vorbereitung weiß ich, dass es einen Dreiklang zwischen Forschungsinfrastruktur, der Forschung selbst und der Vermittlung gibt. Können Sie uns das ein bisschen detaillierter erklären? Ja, ich habe es vorher schon mal kurz antönen lassen und werde es jetzt ein bisschen weiter ausführen. Forschungsinfrastruktur ist im Deutschen Museum eigentlich steht auf vier Beinen. Das Archiv mit seinen vielfältigen Sammlungen, Nachlässen von Nobelpreisträgern, wieder Luftfahrt, die Luftfahrtdokumentation, eine riesige Sammlung von Unterlagen zur Luftfahrtgeschichte. Das Archiv mit 5,3 Kilometer Regalkilometer Unterlagen. Wow. Zweitens die Bibliothek mit 1 Million Büchern als Forschungsbibliothek auch für Naturwissenschaft und Technik. Dann natürlich unsere Sammlung. Das ist die dritte große Säule der Forschungsinfrastruktur, die Objektsammlung. Und viertens das Deutsche Museum Digital, der digitale Zwilling des Deutschen Museums. Das ist die Forschungsinfrastruktur. Und dann haben wir die drei Forschungsfelder selbst, die objektbezogene, sammlungsbezogene Forschung mit der auch Konservierung, Restaurierungsforschung. Die Wissenschaftstechnik, Umweltgeschichte und die bildungsbezogene Forschung. Und all das, ist sozusagen das, was ich vorher auch schon versucht habe zu formulieren, ist dann die Basis für unsere Ausstellung. Darauf bauen wir unsere, auf diesem Schatz auch, auf diesem Wissensschatz bauen wir unsere Ausstellung auf. Und das hatte ich vorher schon ausgeführt. Und da aus dem Machen von Ausstellungen wiederum bekommen wir Impulse für neue Forschungsprojekte. Ja. Wenn wir uns jetzt, wie können wir uns so ein integriertes Forschungsmuseum in Aktion vorstellen? Also wir können das anhand der Ausstellung Willkommen in Anthropozän besprechen. Das war ja eine sehr beeindruckende Ausstellung mit einem durchaus sehr brisanten und hochaktuellen Thema, nämlich unsere Verantwortung für die Zukunft unserer Erde. Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel, wo diese epistemische Spirale auch sehr gut funktioniert hat, weil die Impulse für diese Ausstellung kamen aus einer unserer Forschungskooperationen auf der lokalen Ebene, Kooperation mit der LMU, mit der Ludwig-Maximilians-Universität. Da betreiben wir ein Zentrum für Umweltforschung, das Rachel Carson Center for Environmental Society. Kommen wir vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen. Und dieses Center hat immer ein Dutzend internationale oder bis zu 2 Dutzend internationale Gastwissenschaftler, die nach München kommen, um dicke Bücher zu schreiben und mit uns zusammenzuarbeiten. Und aus dem Dialog mit diesen internationalen Fellows erwuchs die Idee, diese Ausstellung zu dem damaligen Zeitpunkt noch eher wenig bekannten Thema des Anthropozäns, der Debatte um das Menschenzeitalter, zu machen. Und das haben wir sehr gerne aufgenommen, weil es uns die Möglichkeit gegeben hat, auch, ich sage jetzt mal, unsere internationale Führungsrolle für Naturwissenschaft und Technik nochmal auch klar darzustellen, weil dieses Thema hat noch niemand in der Ausstellung gemacht. Und aus diesem Dialog, wie gesagt, mit den Fellows haben wir Impulse bekommen für die Ausstellung. Und beim Machen der Ausstellung, bei der Beschäftigung mit Objekten unserer eigenen Sammlung, aber auch anderer Sammlungen, haben wir wieder viele Ideen bekommen für weiterführende Projekte, die dann in Dissertationen mündeten, in einen Katalog natürlich zur Ausstellung, in einen Comic, den wir zur Ausstellung gemacht haben, in Gedichtlesung, in experimentelle Formate der Bildung, die wir bis dahin noch wenig ausprobiert haben, wie ein Wissenschaftscomic beispielsweise. Und diese weiterführenden Impulse, die zeigen sich auch darin, dass nach dieser weltweit ersten Ausstellung zum Thema, Herr Heckel, unser Generaldirektor, würde sagen, erdweit erste Ausstellung zu dem Thema Anthropozän. Viele internationale Häuser das Thema aufgegriffen haben und sich an uns auch orientiert haben. Also wir gelten da schon auch als Vorreiter für dieses durchaus kontroverse Thema. Und auch die Smithsonian Institution macht heute eine Ausstellung zum Anthropozän. Mit der haben wir da, mit den Kolleginnen und Kollegen dort haben wir viel darüber gesprochen. Die waren zuerst noch nicht ganz so mutig, ein Thema wie zum Beispiel auch eben der Klimawandel so offensiv anzugehen. Das ist in den USA viel stärker politisiert und weniger von der Wissenschaft hergetrieben.
aber mittlerweile tun sie auch das. Ja, toll. Sie haben eben schon erwähnt, eben es sind viele neue Impulse entstanden und dass Sie viel auch mit der Wissenschaftskommunikation experimentiert haben. Sie haben auch mit der Bundesregierung und anderen renommierten Instituten, wie Sie eben erwähnt haben, dabei ja zusammengearbeitet. Und Sie sind auch schon auf die lokale Ebene der Forschung oder Zusammenarbeit eingegangen, nämlich mit hier unseren Münchner Exzellenzuniversitäten LMU und TU. Gibt es da noch weitere Kooperationen in dem Zusammenhang? Ja, ich erwähne vielleicht nochmal die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, weil das ganz zufällig eigentlich war. Zunächst mal von uns gar nicht geplant, dass Bundesentwicklungsminister Müller zu uns gekommen ist und sagte, ich habe da ein neues internationales Programm, das ich auflegen will, eine Welt. Und die Botschaft, die ich vermitteln will, ist genau die Botschaft, die ihr bei euch in dieser Ausstellung Willkommen im Anthropozän vermittelt. Mhm. Kann ich meine Pressekonferenz für dieses neue Programm, internationale Programm, bei euch im Deutschen Museum machen, in der Ausstellung? Mhm. Haben wir natürlich ja gesagt, und Herr Heckel und ich haben Bundesminister Müller mit der versammelten Presseschar durch die Ausstellung geführt. Und im Grunde war das die Lancierung seines neuen Programmes. Dann sind wir weitergegangen, haben eine große internationale Konferenz, Zukunftskonferenz mit der Bundesregierung hier durchgeführt und aus dem Jahr 2050, also in die Zukunft geschaut und vom Jahr 2050 in die Gegenwart zurückgeguckt. Mhm. Welche Form der Nachhaltigkeit können wir antizipieren für das Jahr 2050 und was sagt uns das für die Pfade, die wir heute einschlagen müssen, für die Entscheidungen, die wir treffen müssen, um dorthin zu kommen, wo wir 2015 sein wollen. Toll, ja. Wo wir mit der Bill Gates Foundation und vielen anderen hochkarätigen Kooperationspartnern zusammengearbeitet haben. Das ist ein Beispiel. Zweite, wollen wir so sagen, international. Das zweite ist die lokale Ebene. Und tatsächlich war auch das für uns erstens der Auslöser, ich sag mal, noch stärker zusammenzuarbeiten mit unserem Münchner Schwestermuseum hier Biotopia, dem künftigen Naturkundemuseum, dem erweiterten Naturkundemuseum, das sich gerade im Aufbau befindet und in ähnlicher Weise ein Forschungsmuseum ist wie das Deutsche Museum, zu dem Thema Lebenswissenschaften und einem Thema, das heute in der Pandemiekrise vielleicht sozusagen wichtig geworden ist wie kein anderes Thema, nämlich planetare Gesundheit. Ja. Planetare Gesundheit als die Verknüpfung von Gesundheit der Erde, Umwelt, Gesundheit und menschlicher Gesundheit. Und genau die Corona-Krise zeigt uns, wenn eines aus dem Lot gerät, dann gerät alles aus dem Lot. Ja. Also wir brauchen diese Verknüpfung von öffentlicher Gesundheit und planetarer Gesundheit. Das ist eins der großen Themen, die wir in München in der Wissenschaftskommunikation uns vornehmen. Also Kolleginnen und Kollegen an der LMU München, Harald Lesch beispielsweise natürlich, ja, der auch bei uns immer wieder wichtig ist als Partner im Deutschen Museum und viele andere Kollegen, die aus den Naturwissenschaften kommen, die aus der Kommunikationswissenschaften kommen und wir als Praxispartner, das Deutsche Museum als Praxispartner für die Vermittlung solcher Ergebnisse und Biotopia. Mhm. Und da sehen wir sozusagen bleibende Impulse solcher zufälligen Kooperationen, die sich dann verstetigen und zu größeren Forschungsverbünden zusammenfinden. Herr Trischer, ich danke Ihnen sehr für diese sehr interessanten Ausführungen, die Sie uns jetzt und diese Einblicke, die Sie uns jetzt hier gewährt haben in das Deutsche Museum als Forschungsmuseum. Sehr gerne. Und wir sind ja heute viele auf die Forschungsverbünde des Deutschen Museums eingegangen, aber auch darauf, welchen Mehrwert Kooperationen schaffen. Und insbesondere der Dreiklang von Forschungsinfrastruktur, Forschung und Vermittlung fand ich besonders interessant. Und in der Fortsetzung dieses Gesprächs werden wir dann ein bisschen mehr auf das aktuelle Forschungsprogramm des Deutschen Museums eingehen. Und da werden Sie von Herrn Professor Dr. Trischler aus erster Hand aktuelle Informationen bekommen. Und wir danken Ihnen fürs Dabeisein und hoffen, Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal.